Hand und die aufheben. Okay. Ich hab das Gefühl. Also waren das jetzt? Hier, ne? Nee, glaube ich nicht. Ja, was haben wir denn da vorne noch? Moment mal. Ah, gibt's wahrscheinlich in jede Ecke einmal so ein Ding, ne? Denk mal überall, wo so eine Statue ist. Oh. Du hast aber nur so ein weiteres Teil. Hm. Überall so Kisten und Scheiß. Das wird tatsächlich nicht, wo ich den jetzt hinpacken soll. Und die anderen. Kann ich den wieder wegnehmen? Ist er vielleicht falsch gewesen? Kann ich nicht wegnehmen. Oh. Oh. Kann ich da was lesen? Nee. Aber muss ich vielleicht hier unten dann weitere Dinger machen? Was haben wir denn hier? Nix. Hier kann noch eine Schale drauf, definitiv. Hol ich noch mal eine Schale ran? Weiß, was ich denn getan habe. Ja. Dann gucke ich mal weiter. Ne, das ist nicht richtig. Hätte ja schön sein können. Was haben wir denn da hinten überhaupt? Okay, was Böses.
Athena erfand viele tolle Dinge, die das Leben der Sterblichen bereicherten. Vor allem, was die Landwirtschaft betraf. Sterbliche sind so undankbar. Diese Myrmex gab den Pflug als ihre eigene Erfindung aus, aber dafür wurde sie zur Ameise. Hier muss ich auch was... Alter, sind da richtig viele Rätsel, kann das sein? Also hier brauche ich nochmal so einen Stab und dann nochmal sowas, was aussieht wie eine Harfe. Ich mal, ob ich das noch irgendwo finde. Ich glaube, wir sind ein bisschen weiter rum. Aber gut zu wissen, dass hier was ist. Auch eine verschlossene Tür. Hier ist nichts. Aber hier ist eigentlich auch kein Questgebiet mehr. Eigentlich hat das schon gar nichts mehr damit zu tun. Mit dem, was ich hier tue. Das ist wahrscheinlich also ein, einzelne Spezialsachen. Hier irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Kann ich eigentlich hier. Nein, Gaster kann ich damit nicht wegmachen. Ist das sonst nicht, was ich tun soll hier? Tag des Gerichts. Kann ich die Dinger kaputt machen hier? Oh, scheiß klar. Ich bin sonst einfach mal gewollt, ganz nach oben zu klettern, wenn ich ehrlich bin. Was wir oben so haben. Aber wir sehen, haben wir hier auch nichts. Au. Das ist ein bisschen geil. Keine Ahnung, ne? Muss das Ding noch brennen? Also, und ich muss auch was lang ausholen hier. Ah, jetzt bin ich von der Taste runtergekommen. Ey, Scheiß. Ey, jetzt bist du lächerlich hier. Yep, geil. Nö, okay, war eh falsch. War ein Problem. Also ich kann hier auf jeden Fall diese einige Schalen tragen. Aber es ist nicht das Problem, Schalen in den richtigen Ort zu packen. Hm.
Warum läuft der nicht mehr? Ach, schon regiert das Tastatur nicht mehr, ne? Ist mir auch. Ach, schon auch die Maus nicht mehr. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Bei ESO zum Beispiel. Ich wollte mir sowieso bald eine neue Tastatur holen. Weil ich erkenne schon fast gar nicht mehr alle Buchstaben auf dieser Tastatur. Warum auch immer ich das kaputt machen kann. Das weiß kein Mensch. Moment mal. Aber ich kann da eine Schale drauf haben. Ernsthaft? Das war's schon. Oh. Typhon belegt einfach alles mit seinem Schattenball, oder? Es ist Zeit, sauber zu machen. So, lasst mir. Doch, war alles kaputt. Die rote Kacke sieht kacke aus. Hä? Der Schild ist eine Erinnerung daran, dass Athena strategischer und bedachter vorgeht als Ares. Und wie? Im Trojanischen Krieg hat sie ihn fertig gemacht. Sie hatte ihren eigenen Flötenspieler dabei, der Schlachtlieder spielte. Sie hat ihm buchstäblich die Flötentöne beigebracht. Das Schwert des Orestes. Athena hat über ihn gerichtet. Und selbst die Erinnyen mussten ihr Urteil akzeptieren. Weißt du, Athena wurde aus meinem Kopf geboren. Wenn sie etwas sagt, hört man auf sie. So, da noch kaputt machen. So, ich will alles weghaben. Sehr schön. Würdige Opfergabe. Der Eulenschlüssel, Symbol für Athenas Urteilsvermögen, scheint angemessen. Eulenschlüssel? Oh ja, den habe ich doch. Nice. Sieh, Athena, das ist dein wahres Ich, zu dem du wieder werden musst. Aber ich lag nicht immer richtig. Und Zeus hat ständig versucht, sich einzumischen. Du warst selbstsicher. Du hast deinen eigenen Weg gewählt. Wenn man allen Plänen gegenüber offen ist, folgt man am Ende einem Wirrwarr von Ideen. Das stimmt. Ich hab's gehasst, wenn Zeus mir gesagt hat, was ich tun soll. Ich wusste es besser. Das hat mich zur Weißglut getrieben.
Nein, was sagst du da, Athena? Das kann nicht sein. Ich wollte doch nur helfen. Die Wahrheit tut weh. Ja. Aber es war schwierig. Ich musste so viel wissen und entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich diese Bürde wieder tragen kann. Diesmal stellen wir uns Typhon gemeinsam. Aber dafür musst du wieder ganz du sein. Du hast recht. Ich muss wieder groß werden und ganz ich selbst. Genau dieses. Das ist mein letzter Segen. Du hast ihn verdient. Komm. Und nun? So, der Weg zu meiner Essenz ist freigelegt. Aber es ist unheimlich da unten. Überlass das nur deiner Heldengestalt. Kannst du in der Halle der Götter auf mich warten? Na gut. Hoffentlich lacht mich Hermes nicht aus, weil ich so klein bin. Du bist nicht klein, Athena. Du bist weise und mächtig. Und bald wird Typhon bereuen, dass er sich je mit dir angelegt hat. Ja, genau. Wir tun uns zusammen und hauen ihm ins Gesicht. Ist das ein guter Plan? Klingt fantastisch. Und wenn Hermes dich ärgert, tritt ihm einfach gegens Schienbein. Da kommst du gut ran. Das waren immer nur Vorschläge. Empfand Athena das auch so? Sie ist gerade nicht sie selbst. Sie ist sehr emotional. Dann solltest du vielleicht einmal den Mund halten und deiner Tochter zuhören. Bitte, Prometheus, sag, dass du das erfunden hast. Es ist die Wahrheit, Zeus. Ich bin ihr Papa. Das mag sein. Aber das gibt dir noch nicht das Recht, ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Vor allem nicht, wenn sie besser Bescheid weiß als du. Das ist richtig. So, da unten ist... Alter, da sah ich voll weit weg. Sah gar nicht so weit weg aus. Aber ich kann die erstmal... nochmal abchecken. Hat jetzt Blitzladung, ne? Richtig geil. Karte. Erstmal gehen wir hier wieder hin. Noch. Dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Ja, aber wenn man ernst genommen wird. Vier, mit vier kann ich ja nichts anrichten. Schirm ist erledigt. Natürlich nicht. Dabei hilft kein Aussehen, sondern der Verstand. Der natürlich auch. Das ist das immer, was mir am meisten fehlt, ne? Na ja, gut. Mächtig fühlt, der ist mächtig. Kann die Axt einmal weiter? Also mache ich das so. Halt. Aber wenn man direkt das da weitermacht, was man da sieht, ist eigentlich nicht so wild. Wenn man Griff Marius mal nicht so oft, aber könnte ich öfters einsetzen, theoretisch. Oh, das war noch gegen Typhon später. Jetzt rede ich nochmal mit ihr hier. Ohne meine Essenz kann ich keine Pläne schmieden. Was sagen die anderen noch? Hallo, also wegen Hephaistos. Findest du, ich sollte rübergehen und mit ihm reden? Bitte sag nein. Lieber nicht.
Er macht immer noch viel durch. Ich würde warten, bis er von sich auskommt. Gut. Ich möchte nicht unsensibel sein. Ich warte einfach hier und ignoriere... Ich meine, warte... Die Aussicht auf Typhons Untergang hat meine Stimmung erhellt. Ist das die Hoffnung, die Hephaistos aus der Büchse der Pandora gelassen hat? Ach der! Ihr wisst, warum man ihn den entstellten Gott nennt? Weil er bei seiner Geburt schon lahm war? Sodass wir ihn ausgeschlossen und vom Olymp geworfen haben? Du weißt schon, weil wir so armselige Würstchen sind. Nein, Klugscheißer, weil seine Erfindungen sich nicht verkauft haben und wieder aus den Regalen entstellt wurden. Was hat er schon erfunden? Eine kleine Büchse, einen feuerspeienden Stier, nutzlose Automaten? Man merkt jedenfalls, dass du kein Lexikon im Regal hast. Denn das Wort bedeutet nicht... Was hat er schon erfunden? Eine kleine Büchse, einen feuerspeienden Stier, nutzlose Automaten. Deine Rüstung? Ja, die war gut. Aber seit wann brauche ich eine Rüstung? Ich bin unaufhaltsam. Das ist Ares, wenn er gute Laune hat. Leider. Okay. Ich weiß was. Athena im Kampf gegen Typhon an unserer Seite zu haben, wird eine große Hilfe sein, oder? Eine entschlossene Göttin wie sie lässt sich nicht von Gefühlen leiten. Sie handelt durchdacht. Nicht alle Gefühle sind schlecht, Hephaistos. Ich weiß. Ich habe nur so viele. Und sie offenbar so wenige. Und die hat sie unter Kontrolle. Aus irgendeinem Grund ist sie Zeus' Liebling. Vielleicht, weil sie ihm noch nicht in die Robe geweint hat. Das könnte sein. Sind eigentlich alle Zeus' Kinder hier, ne? Na gut. Aber ich beende den Stream jetzt schon mal. Es ist relativ früh, nur 2 Stunden, aber mir ist echt zu warm. Ich bin müde und ja, was man dann machen muss, kann man ja beim nächsten Mal machen. Theoretisch morgen, beziehungsweise heute. Wollte ich ja nochmal streamen, wenn ich dran denke, wenn ich Bock habe. Also bis dann. Schovio.